So, wir sind in Österreich angekommen, besser gesagt auf der Brennerpassstraße. Ja, da dachte ich mir, machen wir mal ein Video. Ich meine, das Wetter ist so lala. Aber es ist schon ein nettes Streckchen. Es soll wieder die Reifen warm fahren. Ich bin die Brennerpassstraße noch nie gefahren. Deshalb absolutes erstes Mal hier. Ja. Meine Motorradtour durch Deutschland. Jawohl. Erste Etappe waren knapp 740 Kilometer. War nicht ohne. Hätte ich auch gedacht, wird heftig. Also haben mir alle prophezeit. Aber es ging. Es ging. Also man muss sagen, es ging wirklich. Da, das Einzige, also ich denke, da hat die Sitzbank vom Herrn Jungblut schon sein Übriges getan, um quasi diesen Popo-Schmerz hinauszuzögern. Irgendwann mal nach, ich glaube, 300 Kilometern oder so oder 400 ging es halt los. Aber es war jetzt nicht so, dass es unerträglich war. Es war halt gut auszuhalten, ne? Und das war die Hauptsache. Ja, ansonsten, was habe ich hier? Ah, dieses Sturmhaube. Ja, ich habe hier zwei Koffer plus Topcase drauf. Die Vario-Gepäckstücke von der BMW. Und habe dann die Maschine jetzt hier auf mit Gepäck gestellt. Und man muss sagen, also die BMW, die fährt sich echt wie als ob das Gepäck nicht da wäre. Einzig beim Rangieren merkt man es, dass es halt irgendwie was schwerer ist, die Maschine, aber sonst hier im kurvigen Geläuf oder so kann ich nichts Negatives ausmachen, trotz des Gepäcks quasi. Ja, ansonsten, ich bin überwiegend im Rain-Modus gefahren, weil auch die ganzen Straßen alles immer feucht waren. Da ist mir doch lieb, wenn die Traktionskontrolle relativ früh eingreift und die Gasannahme schön geschmeidig und weich ist. Dann funktioniert das einfach am besten. Ja, ansonsten die 740 Kilometer habe ich quasi am Stück abgerissen, habe nur Pausen gemacht zum Tanken. Fahrzeit waren knapp
ja, 9 Stunden, 8 Stunden, 54 Minuten. Ja, und am Ende war ich natürlich irgendwo froh angekommen zu sein oder so, aber im Vergleich dazu war es jetzt, sage ich mal, vom Gefühl her ähnlich einer 200-300 Kilometer Tour. Von den Wehwehchen so, dass es doch relativ gut auszuhalten war, muss man einfach sagen. Jetzt sind wir hier quasi von vom Allgäu über Seefeld, ich weiß nicht, wie sich der Pass nennt da, oder die deutsche Hochalpenstraße da, rüber und dann quasi Innsbruck jetzt hier hoch den Brennerpass. Ja, geplant ist jetzt quasi hier bis Bozen zu fahren und dann möchte ich eigentlich den Jaupe-Pass hoch. Das Problem war, wir waren die letzten zwei Tage nur Schneetreiben. Und ich hatte schon ein bisschen Sorgen, weil wenn Schnee vergeht mir dann wirklich die Lust zu fahren. Vor allem wenn der Schnee dann auch auf der Straße liegen bleibt, dann gefriert, dann ist Schluss mit lustig, also. So, klar, Regen ist auch blöd, aber kann ich mit leben irgendwo. Solange man vernünftige Klamotten hat. Aber dann wird mir das doch auch zu gefährlich, dann wenn es wirklich mit Schnee und Eis kommt. Schön fängt wieder an. Ja, der ist noch ein bisschen angeschlagen. Eventuell machen wir gleich wieder die Sitzwand nass. Ah, wir kommen immer näher der Schneegrenze. Brennerpass ist ja ganz nett, aber so richtig mindblowing ist ja jetzt hier nicht so, oder? Ja, zu limitiert, ach du irgendwie, bei diesem Wetter. Nebel? Die Joko ein. Und da fahre ich nicht.
heißt das jetzt hier? Was ist jetzt hier? Hallo? Noch 50? Okay. Dann fahren wir noch 50 Tempomat rein. Arsch. Popo. Meine ich das nur oder kommen hier gerade Flocken runtergeflogen? Das ist doch nicht wahr. Kick, da kannst du 50 fahren, 100 fahren und wieder runter auf 30. Junge, noch eins, ey. Jetzt fängt er da hier wieder an, ne? Also ich hoffe, wir packen gleich wieder alle zusammen. So. War jetzt hier diese Stelle vorbei, oder was? Richtig, wie das brutal abnimmt gerade, die Temperatur. So eben 3 Grad eingebüßt hier, auf 1-2 Kilometern. Oh. Okay. Es ist tatsächlich Schnee. Ja, dann packen wir hier mal gerade die Sachen zusammen.